Ich kann nicht umhin, mich zu fragen, ob meine Entscheidungen tatsächlich meine eigenen sind oder der einer postmortalen Reflex dieser Knochen. Vielleicht ist sogar mein Schlangen noch ein Wissen. Und doch scheint deine Freude daran aufrichtig zu sein. Ihr vermögt wahrhaft, euch auszudrücken. Erfahrung, nichts weiter. Was auch immer ist, Dreamer. Die Sorge scheint nun wahrhaft töricht. Ich kann mich wahrhaftig glücklich schätzen. Mein Gedächtnis mag plumpern sein, doch das heißt nur, dass ich mich an umso mehr erfreuen kann, was ich zu lernen vermag. Ist es wirklich unbelang, woher dieser Wunsch entspringt? Verzeihung, Zirkel. Ich kam gänzlich von der Erzählung unserer epischen Quest ab. Erlaubt mir, diesen Fauxpas zu korrigieren. Nachdem wir den köstlichen Tee genossen hatten, brachen wir unverrichtete Dinge zum fahlen Forest auf. Madame Daunica hatte uns einen Karren und ein nobles Reittier mit einem Begleben, eine Kuh von ganz und gar liebreizendem Temperament. Sich heißt diese Leute. Unser Gastgeber gab uns außerdem den allerliebsten Glücksbringer, auf das nichts Böses uns oder diese Leute auf unseren Wegen verletzen möge. Doch nun, da das Abenteuer sein Ende gefunden hat, möchten wir ihn stattdessen euch geben. Etwas Glück kann nicht schaden. Was für ein niedlicher kleiner Kerl. Vielen Dank. Ich glaube, das Ding hier. Freut mich, dass er dir gefällt. Verzeihung, ich habe mich erneut ausspeichen lassen. Wo war ich? Ach ja, unsere Reise. Ich stellte sicher den Gentleman zu grüßen, der auf dem Weg Richtung des Forstes begegnet. Was für eine herrliche Schattenrüstung er trug. Sie wirkte auf eine seltsame Weise vertraut. Vielleicht war das aber auch nur meine Hoffnung, dass wir unsere Quest ebenso gelernt aussehen mögen. Lancelot trug uns tapfer bis zum Rande des Forstes, aber ein bösartiges Miasma, die Luft, die beatmeten, durchzog die Rauch. Er meinte, dass es stank, übel. Wir haben diese Leute dagelassen, schien nur richtig, ihr diesen Gestank zu ersparen. Und weiter geht's. Haben nicht lange gebraucht, um zu finden, was wir suchten. Es war voll von ihm. Wir suchten auch diesen Geruch erklärt. Aus irgendeinem Grund schien diese Miasma nicht sonderlich zu stören. Bei allen gültigen Respekt, du hast keine Nase. Oh, aber natürlich. Jedenfalls. Uns stand eine Horde gegenüber. Eine Armee aus Untoten, die hungrig durch den Forst wankte. Baum für Baum wurde abgenagt. Sahen ausgehöhnlich an den Bäumen interessiert. Das ist wahr.
An dem Punkt war ich dann bereit, sie zu dezimieren. Und ich hätte es getan, wenn Scully mich nicht in dem Moment zurückgehalten hätte. Ich wünschte, sie noch einen Moment zu beobachten können. Diese untote Kreaturen möchten ein ähnliches Verhalten wie die Schnecken an den Tag. Sie beugten sich nicht einfach ziellos umher. Sie schienen einen Anführer zu folgen. Vielleicht hatten wir doch noch eine friedliche Lösung im Hintergrund. Ich konnte Lady Sorgen nach dem Überzeugen die Gewalt noch einen Moment lang umgehen zu lassen. Ich habe noch überlegt, ob ich am meisten Schaden anrichten kann. Wo ich am meisten Schaden anrichten kann. Scully machen zu lassen tat jetzt auch keinem weh. Außer nur selber. Ja. Während man dann zu mir unbeholfen blieb. Ich näherte mich dem Anführer und weiteren Skelett, wobei ich verstellte, meinen Respekt und meine Gesprächsbereitschaft zum Ausdruck zu bringen. Ich vermute, das Skelett war nicht sehr gesprächig und respektvoll. Nö. Bevor ich reagieren konnte, hatte es sich bereits in Scullys Arm verbissen. Oh, der Schmerz! Ohne groß nachzudenken, warf ich eines meiner Messer. Tut mir leid, hab erst spät gemerkt, dass ich mir das hinten hier eingesteckt haben muss. Wie soll man denn diesen Verlust nur bestehen? Ich hab doch gesagt, es tut mir leid. Du könntest mich dafür entschieden, wo ich so darüber nachdenke. Andus Eimer müsste mal wieder gesäubert werden. Vergiss es! Autsch. So schnell werde ich da also abgeschmettert. Wenn es euch beiden geholfen hat, dann freut es mich, dass du es aus Versehen angesteckt hast. Duncans Mitarbeiter hat über Trunk seine Aufgaben ebenfalls tadellos erledigt. Ihre Zähne konnten mir nicht im geringsten schaden. Madame Scully war so schnell und bedrückt, als sie mich von den hungrigen Toten wegzog. Und so begann unsere epische Schlacht. Madame Scully nahm es ohne Probleme mit mir und gleichzeitig auf. Wäre leichter gewesen, wenn ich dich nicht hätte tragen müssen. Verzeiht, ich traute immer noch der gescheiterten Kommunikation nach. Doch schließlich kam ich wieder auf die Beine. Und so kämpften wir schließlich ganze Runden an und Punkte zurück, es schien kein Ende zu nehmen. Und nur diese, wie eine der Kreaturen aus Schuhen, nahm zwei andere ihren Platz ein. Wenn ich eins übers Kämpfen weiß, dann, dass man auf die eigene Ausdauer acht geben muss. Wir würden nicht ewig aushalten, unsere Feinde schon. Einer von ihnen schlug mich sauber in zwei. Ich kann von Glück reden, dass Madame Zeldin meinen Oberkörper aufschlug. Doch ich bin sicher, dass wir einige meiner Brustwirbel in der falschen Reihenfolge wieder angebracht haben. Doch ihre Armee war der perfekte Ort für eine kurze Lagebesprechung. Ich entsann mich, wie wir der Untoten des Stecken entwirkt hatten. Wir mussten meine gesegneten Schläge konzentrieren und sie alle auf einmal fällen. Also warfen wir einen Köder und rannten los auf eine nahegelegene Richtung.
Meine abgebrannten Beine lockten diejenigen, die nicht auf den ersten Köder hingefielen. Und als wir auf der Lichtung ankamen, verband ich mich wieder mit mir selbst und lockte sie alle in die Mitte. Und als all diese untoten Kreaturen für meine zwei Hälften versammelten, erhellte sich mit einem Mal der Himmel. Und wie das Geräusch eines Blitzes erklang, Madame Zjordin ein alles übertönender Ruf aus dem Himmel oder ein Nagel in den Baum. Für einen Moment schien es mir, dass meine Augenhöhlen komplett erblindet seien, eingebadet im gesegneten Licht des heiligen Strömes. Du übertreibst. Mir gefällt es, klingt heroisch. Oh, das war's aber. Seht nicht, dass das zählt, wenn es quasi nichts gemacht hat. Hast du verfehlt? Das nicht. Der Schlag hat Zweifel in sein Ziel. Doch diese Kreaturen könnten jederzeit unterdrückt werden. Eine wahre Schande. Obwohl wir so heldenhaft verfochten. Oh, doch wir haben noch etwas für euch. Stimmt. Hier. Die Bäume sahen ziemlich angenagt aus und tot, aber die Beeren standen in voller Blüte. Das sind die, von denen Elfchen immer geredet hat. Nicht, dass Xir jetzt hier wäre, um sie zu bewundern, also kannst du sie haben, schätze ich. Stell nur ein paar zurück und verhebe damit, was zu machen, wenn Xir zurück ist. Klingt gut. Eine weitere Infusion. Wir müssen ausprobieren. Es war äußerst brennend für uns, sich wie euren Freund zurückzubringen. Ja, war's. Ich frage mich nur, was all diese Untoten im Freien Forst wollten. Keine Ahnung. Hunger? Aber es sah aus, als würden sie irgendwo hin wollen. Richtung Norden. Vielleicht suchten sie nach mehr Bäumen. Der fahle Horst ist einer der größten Wälder in Hesor. Ich sehe keinen Grund für sie, das Gegner zu lassen, ehe sie leer gepressen hatten. Außer es wurde ihnen befohlen. Haben Untote nicht meist einen Totenschwörer oder der sie kontrolliert? Oh, in der Tat. Glaubt ihr, der Herr, dem wir außerhalb der Bildung begegnet waren, diese Totengeschwüre? Bauern tragen solche Rüstungen, wie ihr sie beschrieben habt, jedenfalls meistens nicht. Ich weiß, wo sie hin wollten. Stimmt zwar, dass kaum ein Wald hier mit dem fahlen Forst mithalten kann, aber diese riesigen Wurzeln in der Hauptstadt muss für so baumvernarrte Untote echt lecker aussehen. Trifft es in diesem Fall sehr gut. Nur um sicher zu gehen, du glaubst, dass eine Horde Untote auf die Hauptstadt zumarschiert? Auf die Wurzeln, die sie umgeben, ja. Ich verstehe. Sie begeben sich auf Themis zu, um an den Wurzeln des heiligen Baums zu nagen. Fast so, als würden sie den Ätherbaum fällen wollen. Exakt. Nicht, dass sie den Baum so gänzlich zerstören könnten, doch sie könnten ihn stark beschädigen. Worüber redet ihr eigentlich? Nochmal. Wie ich gerade sagte, jemand versucht den Ätherbaum zu zerstören. Der Sternenfall, die ursprüngliche Flut, sogar die interplanaren Portale, es gehört alles zusammen.
Nein. Oh nein, wie fürchterlich. Und wahnsinnig, wenn es stimmt, klappt es bedauerlicherweise ja. Oder seht ihr irgendwelche Sterne am Himmel? Und wir wissen auch nicht, wer dahinter steckt. Also, die Person, die euch außerhalb der Wälder angesprochen hat, glaubt ihr, dass das ein Gruppenschwur gewesen sein könnte? Zerulin, Herr Scully. Er trug zumindest eine solche Rüstung. Schien er, als wollte er die Höhlen umbringen? Nicht besonders, doch das ist manchmal schwierig zu sagen. Höflichkeit und Mordlust schließen einander nicht aus. Totenbeschwörer wecken Totding und machen daraus untote Kreaturen. In der Tat. Also, Scott, wurdest du wieder belebt? Richtig, erinnerst du dich an irgendwas davon? Nun ja. Ich gestehe, anfänglich konnte ich mich nur an mich und meine alten Leben erinnern. Überwiegend war ich damit beschäftigt, herumzuwanken und mich meiner Manier zu besinnen. Aber in letzter Zeit sind meine Erinnerungen klar geworden, oder besser gesagt die meines Körpers. Was wohl auch meinst. Lasst mich überlegen. Ich denke, ich kam in den immer blühenden Archiven zu mir. Den immer blühenden Archiven bist du bleichen Schleiern begegnet? In der Tat, es schienen äußerst begierig, meine Knochen. Äußerst interessante Wesen. Sie erinnern mich an die Gedanken, Bombatz, du früher. Gibt es die Rätsel aber noch? Nein. Was sind die Gedanken, Bombatz? Tja, nicht jetzt. Wer hat dich erweckt, Scully? Ein Gentleman in seinen besten Jahren. Ja, ich denke, Rudolf zu den Forschungszwecken. Unter mich an Kerzen, die über hastig geschriebene Notizen gehalten werden. Tintenbeschmierte Führung. Man muss mich noch unter Studium zur Schule meiner alten Freundin erweckt haben. Ich weiß, dass ich nach ihr suchte, als ich. Und ich brauchte. Ging ihr einfach. Die unheimlich von mir. Ich hätte fragen sollen, was er macht. Ich hätte ihm helfen können. Sei froh, dass du ihm nicht geholfen hast. Wir haben seine Notizen gefunden. Es ging darin um die Zerstörung des Universums. Hat die Hirn in der Entwicklung dich an den Archiven erinnert? Jetzt, wie du es erwähnt, nach meinem Wachen, ja, war ich noch nicht in der Lage, Gesichter zu unterscheiden. Aber ich wusste, dass diese Rüstung mir bekannt vorkam. Ich glaube, sie war das Erste, was ich sah, als ich meine Augen öffnete. Metaphorisch gesprochen, nun besitze ich keine Augen wieder mehr. Also steckt ein Totenbeschwörer hinter all dem? Versucht er, die Siege zu brechen, um nach Tuat zu gelangen? Das Reich der Geister daran selbst? Siege? Sprecht er zufällig von Siegen von Alkahast? Meine Freundin hat sich lange Zeit mit befasst. Ich habe es damals als eine Spinnerei von ihr abgetan.
Unglücklicherweise scheinen sie das nicht zu sein. Wollen Totenbeschwörer Tumor zerstören? Normalerweise nicht, aber sie widersetzen sich seinen Sätzen über den Tod. Vielleicht sucht er nach einer Möglichkeit, an die Seelen, die der Geister dafür bewacht, zu gelangen. Oder er will mit seinen pervertierten Mitteln den Tod selbst zerstören. Doch um Tumat zu zerstören, müsste man ihn erst finden. Das alleine wäre ein unmögliches Unterfangen. Nicht wahr? Nicht ganz. Das Reich der Toten ist gut geschützt. Doch es gibt Wege, dorthin zu gelangen. Kann man den Tod töten? Ich weiß es nicht, aber allein der Versuch könnte katastrophale Folgen haben. Madame Angelo, Herr Mo, Tuat ist der Gott des Todes. Egal, wie wahnsinnig dieser Totenbeschwörer auch sein mag, niemand besitzt eine Waffe, die mächtig genug ist, ein solches Wesen zu töten. Nur von Drachen gefertigte Waffen können einen Drachen verletzen. Das ist allgemein bekannt. Zum Beispiel die Urgroßaxt. Eine Waffe gefertigt von den Drachen, für die Drachen, nur für ihre Krallen bestimmt. Die Axt. Sie könnte die Barriere zwischen der Astralsee und der Überwelt gewiss überwinden, wenn nicht sogar die nach Tuat. Würde eine Axt von einem Drachen zu stehlen als Siegel zählen? Okay, ich komme nicht mehr mit. Wir sprachen bereits davon. Hört genau zu. Ich erkläre es dir später. Es könnte ein Sieger sein, wenn es Ur erweckt oder Urs Sphäre beschädigt. Ur sollte unter gar keinen Umständen erweckt werden. Und Urgroßaxt sollte niemals in die Hände einer paar Staude geraten. Du liebe Güte, was für ein Schlamassel. Da stimme ich zu. Das klingt nach Wahnsinn. Und das wäre sogar für eine absolut böse Person zu viel. Man weiß nie. Bosheit kennt keine Grenzen. Wenn wir recht haben, plant er, Urs Waffe zu stehlen, das Siegel zu brechen und dann Tuat zu zerstören. Die Drachen stehen uns bei. Was ist mit den Untoten, die auf die Hauptstadt zumarschieren? Ein Ablenkungsmanöver, nichts weiter. Eine ziemlich gefährliche Ablenkung, wenn ihr mich fragt. Diese sollten sich auch nicht gerade an den Wurzeln gütig tun, oder? Nun. Und diese Säge von Alkohol fest, über die ihr gerade die ganze Zeit redet, würden was tun? Den Baum zerstören? Das Reich der Geister liegt über allen anderen, in der Krone des Baums. Wenn das, was wir derzeit für den Plan dieser Monster halten, funktionieren würde, dann würde es auf alle anderen Reich hinabstürzen. Und nicht nur würde das sämtliche toten Seelen befreien, es würde den Baum zerstören, unsere Heimat, den Kosmos und alles darunter. Die Welt, wie wir sie kennen, gäbe es nicht mehr. Und Tuat könnte sterben. Und warum es nicht gut wäre, dass der Tod stirbt, muss ich wohl nicht erklären.
Frage nochmal, kann er überhaupt sterben? Ich würde es nicht riskieren. Aber dieser Plan muss doch ein Weitfenster nutzen. Vielleicht das Zeitfenster zwischen dem Astralmond und dem sterbenden Mond. Nur dann wäre der Schleier zwischen Cassiopeia und Tod genug, um ein derartiges mystisches Ritual zu gestatten. Moment, du meinst, es kann nur zwischen dem 35. Cassiopeia und dem 1. Tod funktionieren? Also nur in 4 Tagen oder nächstes Jahr? Exakt. Solche Rituale brauchen immer einige unnötig komplizierte Regeln. Das gehört sich ebenso. Clay, erinnerst du dich an den mysteriösen Mann, den wir auf unserem Weg zurückgesehen haben, bei der Markbrück? Natürlich. Glaubst du, das war er auch? Ja, eine seltsame Rüstung. Es klingt vertraut und das in seiner Nähe. Zerstörung folgt auch. Und das Blut des ersten Bieres, das Kael erwähnte. Für das Ritual, das ein gefahrloses Überqueren des Drahen See ermöglicht, braucht man einen Anker, der einen mit dem Zielpunkt verbindet. Wenn man also Tuat finden, braucht man etwas, was mit ihm verbunden ist. Wie das Blut eines Vampirs, der ewig an ihn gebunden ist. Zum Beispiel, vielleicht hat unser Widersacher dieses in die Hände bekommen. Möglich, dass er mehr über Cassiopeia weiß, als ich dachte. Ich kriege noch Kopfschmerzen von diesem Ganzen. Hast du noch einen Drink für mich, damit ich hier nicht verrückt werde? Irgendwas Starkes, damit ich durchkomme. Für dich immer, denn. Da musste ich aber kurz einen Schluck nehmen. Etwas Starkes haben wir hier. Oha. Hören wir das hier? Nee, leider nicht. Und das passt doch in den Kopf hier rein, haben wir schon mehrfach gemacht. Irgendwie müssen wir das noch ausprobieren. Kommen wir bestimmt noch dazu, bevor die Welt untergeht in 4 Tagen. Hoppala. Da reicht nur eins. Ein bisschen unkonzentriert hier. Prekäre Kaffee. Ich habe alle Stärke, die ich hatte, hier reingepackt. Puh, das klärt meinen Kopf ein wenig. Danke. Immer gerne.